Nur eine seltene Mutation vom Homo sapiens freut sich darüber, dass immer mehr Arbeitsgeber auf Homeoffice setzen. Super geil. Für alle anderen, die keinen fiesen Chef haben oder mit ihren Arbeitskollegen keine körperlichen Beziehungen eingehen, ist eine längere Homeoffice-Periode mit nicht zu unterschätzenden psychischen Strapazen verbunden. Kein Wunder, dass sich darum der 0815 Bürogummi nach seinem tristen Grossraumbüro sehnt. Ein Ort, wo man Probleme mit dem Computer und den Software-Updates nicht allein lösen muss. Oder wo man das Mitgefühl der Arbeitskolleginnen genießt, wenn der Drucker Papierstau anzeigt, ob schon man schon alle zerknitterten Blätter rausgezogen hat. Nicht zu unterschätzen sind die gemeinsamen Kaffee- und Güppli-Pausen, wo man wenigstens ab und zu auch mal ein bisschen Spass haben kann mit der Technik. Wieso sitzt du jetzt da? Besonders negativ betroffen von den Einschränkungen des Homeoffice ist das männliche Geschlecht. Nicht zu vernachlässigen ist, dass es am Arbeitsplatz Pissoirs gibt und daheim eben nicht. Dass das männliche Selbstwertgefühl vor allem beim Urinieren im Stall gestärkt wird, weiss schliesslich jedes Kind. Daheim werden die Männer hingegen unter dem Hygieneregime von ihren Frauen oft dazu gezwungen, für das Pissen abzusitzen. Don't worry. Wir lassen euch nicht im Stich. About a thing. Der Bundesrat kümmert sich um euch. Das wiederum drückt nicht nur auf die männliche Psyche und Blase, sondern hat auch drastische Folgen für den Arbeitgeber. Eine neue amerikanische Studie von der Wall Street zeigt nämlich auf, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Pissoirs und steigenden Aktien gibt. Schließlich haben wir Männer schon immer die besten Ideen und intuitives Fingerspitzengefühl dann entwickelt, wenn wir dürfen hemmungslos im Stehen bisseln. Eine generelle Gefahr vom Homeoffice ist, dass einem mit der Zeit Decke auf den Kopf geht. Wer schon den ganzen Tag alleine daheim arbeiten muss, ist auch dafür verantwortlich, dass er regelmässig zu einem Tapetenwechsel kommt. Das Umstellen des eigenen Büromobiliar ist eine von vielen nicht immer ganz kostengünstigen Möglichkeiten. Nachdem man sich bei der IKEA neu entdeckt hat, bietet die anschliessende Heimfahrt eine wunderbare Gelegenheit, endlich mal zünftig den Kopf durchzulüften und gleichzeitig das neue Mobiliar auf Herz und Nieren zu prüfen. Ja, liebe Leute, Homeoffice ist wirklich kein Kinderspiel. Diese Form von Arbeiten bringt sogar selbstsichere Bürodivas in echt unbequeme Lagen. Aber auch bei den männlichen Arbeitsnehmern geht das Homeoffice nicht spurlos vorbei. In 99% der Fälle bestätigt sich nämlich der übliche Verdacht. Und ich muss echt sagen, ich bin nicht besonders gut da drin. Also, aus diesem Grund erlaube ich mir, drei ganz einfache Tipps zu geben, wie die Homeoffice-Zeit viel erträglicher werden könnte. Die Verlockung des Homeoffice ist, dass man morgen möglichst lang ausschläft und mehrmals den Snooze-Button drückt. Wenn dein Chef erwartet, dass die ersten E-Mails vor 8:30 beantwortet sind, dann fahr die Computer bitte ja nicht im Bett auf, sondern stand früh genug auf und schau, dass du selber richtig auf die Tour kommst. Ich glaube, dass jung überschätzt wird, sondern das Entscheidende ist alt, Erfahrung, langsam. Ja, darum empfehle ich einen gemütlichen Spaziergang vor dem Arbeiten oder ein bisschen Fitness, damit deine Birne auch richtig durchblutet wird. Allen Starbucks-Junkies, die momentan nicht die Möglichkeit haben, sich auf dem Weg zur Arbeit noch schnell ein Grande Caramel Macchiato mit extra Whipped Cream reinzuziehen, empfehle ich folgende Alternativen, dass sie doch noch täglich eine fette Endorphinausschüttung erleben können. Mit die blutet singen, singen, singen. Eine verlässliche Studie von der Goethe-Universität in Frankfurt zeigt nämlich auf, dass Singen den Kreislauf in Schwung bringt, das vegetative Nervensystem stärkt, die Lebenserwartung steigert und sogar die gleichen Glückshormone ausgeschüttet werden wie bei Rambazamba. Also, eine halbe Stunde unter der Dusche zu singen bringt sicherlich mehr, als jede Stunde wieder vor der Kaffeemaschine auf einen neuen Kick zu hoffen. Die grössten Herausforderungen des Homeoffice sind die vielen Ablenkungen, wie unerwartetes Verhalten von der eigenen Frau. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Der Lärm der Kinder, die versteckte Suchauspackung gefunden und leer gegessen haben. Oder der Stress mit emanzipierten Haustieren, die den Anspruch haben, gleich behandelt zu werden wie wir Menschen. Wer glaubt, Homeoffice und Familienleben locker unter einen Hut zu bringen, glaubt wahrscheinlich auch noch an Osterhase. Der Schlüssel zu einem ungestörten Arbeitsumfeld ist ganz einfach ein Raum, den man richtig abregeln kann. In diesem Zimmer braucht es wiederum genügend Notportionen von überlebenswichtigen Snacks und auch die Möglichkeit, dass man regelmässig lüften kann. Ja, liebe Leute, Homeoffice ist genauso schwierig wie die erste Spritzfahrt mit der Mami, bevor man überhaupt eine Fahrstunde hatte. Aber man kann es lernen. Hä? Ja, und jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, möchte ich euch, nebst all dem Blödsinn, doch noch etwas ans Herz legen, wo wir während dieser komischen Zeit, in der wir momentan drin sind, wirklich lernen sollten. Und es ist natürlich in jeder Krise so, dass überall Experten auftauchen. Wenn es schon möglich ist, die Arbeit von daheim aus zu machen, dann soll es doch auch möglich sein, dass wir unsere Verantwortung für das gesellschaftliche Wohl von daheim aus erledigen. Das ist wie Gewürze fressen im Nest. Könntest du dir ebenfalls vorstellen, zusammen mit mir und denen, die das Video schauen, täglich 3 Minuten dafür zu investieren, um eine Person in unserem Umfeld zu wertschätzen,
indem wir ihr eine persönliche Ermutigung schicken. Ja, wer weiß, wenn ich daheim bin. So könnte nämlich die Zeit von Social Distancing und Homeoffice ohne Zeit werden von Anteilnahme und Genugtuung. Bist du dabei? Ich mach's schon.